Hallo Leute, ich möchte heute mit euch einmal die Königsdisziplin des Vorhangnähens machen. In dem Fall sind sündhaft teure Organza-Gardinen, die ich mir heute geleistet habe, weil ich mal was anderes für mein Wohnzimmer wollte. Habe mir deswegen das Setup ein wenig heute anders gemacht und habe mir meinen Tisch längs hingestellt. Ihr seht's, ihr habt eine andere Perspektive als sonst. Zudem gibt es noch eine Besonderheit: Da die Gardinen relativ lang sind, habe ich mir zwei Stühle vor den Tisch gestellt. An der Seite werde ich nachher sitzen und dann werde ich die Gardinen über den Tisch führen. Warum habe ich mir da zwei Stühle hingestellt? Das hat die Bewandtnis, dass wenn der Stoff halt über den Tisch wandert und nach unten auf den Fußboden fallen würde, würde ein Zug am Stoff entstehen und der Stoff würde gezogen und die Naht sähe nicht mehr schön aus. Dadurch, dass die Gardine, also der Stoff, auf die Stühle fällt, ist der Zug nicht so hoch, als wenn die Gardine auf den Fußboden fallen würde. Und so sieht das Nahtbild der Gardine einfach besser aus. Das Ganze könnt ihr euch wie folgt vorstellen. Ich zeige euch das einmal im Vorfeld, weil ich euch nachher nicht damit zulabern werde während des Nähens. Deswegen werde ich das Ganze auch beschleunigen. Am besten legt ihr euch die Gardinen immer auf den Schoß, legt euch die unter die Maschine und fangt an zu nähen. In dem Falle, wenn ihr dann halt immer mehr und weiter näht, glättet der Stoff weiter über den Tisch und fällt hinten auf den Stuhl. Und so verhindert ihr das Ziehen des Stoffes. Und das Nahtbild sieht so wirklich etwas besser aus. Und ihr erleichtert euch damit die Arbeit. Das machen Schneider nicht anders, nur dass die an ihrem Schneidetisch bzw. an ihrem Nähtisch eine Auffangvorrichtung haben, womit sie das Ganze dann auffangen. Das soll es erstmal an dieser Stelle von mir gewesen sein. Ich muss noch eine Gardine etwas kürzen, um einige Zentimeter, weil sie sonst zu lang wird. Und dann sehen wir uns gleich wieder und dann erkläre ich euch, wie es weitergeht. Ja, Leute, willkommen zurück. Noch ein paar Tipps zum Thema Organza-Gardinen nähen. Um das hier zu erzeugen, ich hoffe, ihr könnt es sehen, nehme ich in meinem Falle nicht die Overlock, ich nehme einen ganz engen Zickzack. Meine Einstellungen sind wie folgt: 6 mm Stichbreite und 1,1 mm Stichlänge. Das ergibt einen ganz, ganz, ganz dünnen Zickzack. Und ihr stecht einmal den Stoff ein und einmal daneben. Einmal ein, einmal daneben. So viel zum Thema Zickzack. Noch ein kleiner Hinweis, wenn ihr Gardinen kürzen möchtet. In meinem Fall ist das die Gardine, die ich nicht kürzen werde, aber den zweiten Teil von dieser Gardine. Und sie hat hier unten einen Wellensaum. Wenn ihr die Gardine kürzen müsst, weil sie zu lang ist, wie in meinem Falle war sie 2,80 Meter, ich brauche aber nur 2,50 Meter, müsst ihr etwas wegschneiden. Viele machen den Fehler und fangen hier unten an abzumessen und schneiden dann weg. Nicht von unten, sondern von oben. Wichtig: Messt nie von unten. Wenn ihr was wegschneiden müsst, messt euch den Stoff, muss mal gucken, wo der Anfang ist, von oben ab. Messt, was von oben ab kann. Also wenn ihr zum Beispiel 20 cm abschneiden wollt, messt von oben von der Webkante 20 cm, schneidet diese dann fein säuberlich ab und ihr habt immer ein passendes Stück Gardine. Was noch wichtig ist zu sagen: Wenn ihr Gardine näht, macht euch gleich mehrere Spulen mit Garn fertig, also Unterfadenspulen, weil das Garn geht schneller alle als ihr denkt. Ich habe schon eine Spule drin, eine habe ich noch aufgespult. Ich denke mal, ich werde so zweieinhalb Spulen benötigen. Ja, und jetzt soll es auch schon losgehen. Ich werde jetzt die Gardinen erstmal säumen und dann werden wir nachher das Smokeband annehmen. Bis gleich.
ich habe die Gardinen jetzt erstmal soweit gesäumt. Ich schneide jetzt alles an Faden und überstehende Material ab. Das dürfte eine Weile dauern und wir sehen uns danach wieder. So Leute, ich habe das Smokeband angesteckt. Es gibt hier eine Besonderheit. Das ist das Teil, also da wo die Schlaufen nachher eingehangen werden, also die Haken. Und das ist hier nur zur Unterstützung zum Ziehen. Das ist hier die Vorderseite meiner Gardine. Das ist unten, das ist oben. Das Smokeband ist jetzt auf dem Kopf, weil ich jetzt erst mit der ersten Naht, übrigens das Stück wird wieder eingeschlagen, wie bei dem anderen Gardinen oder Vorhangnähen, weil das Ganze einmal nachher wieder umgeschlagen wird, so, und dann halt nochmal festgesteppt wird. Dann ist das nämlich oben und das, was unten sein soll, ist unten. So, dann wollen wir mal starten. Und dann geht's auch schon los. Verriegeln nicht vergessen. Vergewissert euch nochmal, dass es auch wirklich oben ist, bevor ihr das Ganze annäht. Ansonsten habt ihr nachher ein Problem. Weil gerade Organza ist ein Stoff, der sich schlecht wieder auftrennen lässt. Weil man dann halt alles sieht. So, nochmal gucken. Das ist unten, das ist oben. Ich versuche den Stoff relativ straff zu halten. Damit das Smokeband nicht abhauen kann. Also die Fäden zum Ziehen herausziehen, damit wir das restliche Smokeband annähen können. Guten Morgen Leute, ja, ich habe mich heute Morgen nochmal an die Maschine gesetzt, habe die Kanten ein zweites Mal versäubert, damit es vernünftig aussieht, weil ich mit dem Ergebnis, mit dem einmaligen Übersteppen in einem engen Zickzack nicht zufrieden war.
Ich muss noch ein paar Fäden abschneiden und dann kommt das Schlimmste. Wenn ihr könnt, macht's zu zweit, dann quält ihr euch weniger. Und zwar das Raffen. Das dauert wahrscheinlich eine Stunde mit beiden Gardinen. Ich würde sagen, ich raff das Ganze mal, schneide noch die überschüssigen Fäden ab und dann zeige ich euch das Endergebnis. Bis später. Ja Leute, ich bin erstmal fertig. Das ist das fertige Ergebnis. Das ist die lange Gardine. Und dann gehen wir mal rüber und dann zeige ich euch die kurze Variante. Ja, die Arbeit hat sich gelohnt, finde ich. Ich kann wieder Blumen aufs Fensterbrett stellen und ja, wenn ihr euch das traut, dann macht's nach. Und ich würde mich über Ergebnisse von euch auf meiner Seite freuen. Und dann sehen wir uns demnächst wieder.